Intros non-existent, ja. So far. Okay, let's go. Ich bin richtig excited, to be honest. So, er schwung Blut, aber auf den Zocker, wir beide so. Yo, was ist das denn hier? Also ich bin, ja. Woher kennen wir Doppelgänger? Johnny hat gerade einen richtig verwirrten Gesichtsausdruck. Doppelgänger, komplett neues Konzept in K-Pop irgendwie. Ja. Oh, geil. Ist er denn so attraktiv? Jo. Oha. Das hat das Cape an der Wand. Einfach echt so. Yo. Es sieht so gut aus. Okay, Doctors. Yo. Dieses rote Outfit. Warte, hä? Wir fassen zusammen, er hat sich selbst geküsst und er hat sich selbst erschossen. Okay, wir müssen es nochmal gucken, aber mit Unterschied. Aber ich wollte das Video zuerst sehen. Ich find's toll, wie man am Anfang... Ich achte gar nicht auf die Lyrics. Ich find's voll geil, wie man am Anfang dieses Doppelgänger-Konzept gar nicht checkt. Ja. Und dann kommt dieses, wo er so... Wo er sich tanzen sieht. In ja. Unserem... Ich fand auch cool... Warte. Hier hat er noch gar kein Tattoo irgendwie am Hals. Und da hat er so ein kleines. Und später wird das noch größer. Aber was ist für... Also er wurde geküsst und hat dadurch was irgendwie in sich reinbekommen, oder nee, was? Nee, ihm wurde das so dadurch reingedrückt. Okay, okay. Ja. Und jetzt hat er dann eine Zeitbombe drin, oder was? Choreo, Alter.
Was ich wäre dafür, dass wir uns die Dance Practice mal anschauen. Ja, müssen wir gleich machen. Was ich auch interessant finde, er hat doch am Anfang hier diese zwei Steine und später hat er sie da. Hat das eine Bedeutung? Aber ihm würde ein Augenpiercing, also nicht Augenbrauenpiercing, würde ihm voll stehen. So geil, so geil. Warum rennt er eigentlich? Weil er hat es doch schon in sich. Oder muss er vor sich selbst wegrennen, weil er anderen Sicherheit bringen muss, weil er sonst explodiert? Er muss wegrennen, weil Drama. Okay. Alter. Oh, was mit seinem Tattoo passiert? Die Tattoos müssen eine Bedeutung haben, weil die wechseln die ganze Zeit. Vielleicht ist es halt auch einfach nur... Im Doppelgänger hat da unten das Tattoo und er hat halt hier das Tattoo und man sieht das im ersten Schatten, nur wegen dem Schatten nicht. Maybe. Das ist auch interessant. Zeigt das so die Anzahl der Blutkörper oder was ist das? Maybe. Aber das ist weniger. Und was heißt das, wenn es weniger wird? Okay. Ruhe. Ah, also irgendwie, weil da stand ja gerade das sozusagen mit dir in mir. Also er hat jetzt irgendwie, würde er kontrolliert werden, so ein bisschen. Ich find's geil, dass das aussieht wie als, also es sieht halt nicht so aus wie so ein, wenn, normalerweise suchen die doch so richtig krasse Locations aus. Und das sieht halt aus, als sind die einfach nur irgendwo hingegangen. Ja. Also das ist voll cool. Könnten wir drehen. Da könnten wir drehen, sowas könnten wir finden. Ja. Wie war die Zahl? 110, okay, jetzt ist es wieder mehr. Und 134, okay. Vorher ist es von 73 auf 72 gesprungen. So viel? Ja. Okay. Aber ja, jetzt geht der Chorus los, deswegen muss jetzt wieder... I guess. Das ist so simpel, ja, wie dieses... Ja, weil er halt den Mund auch so macht, irgendwie. Hat so K-Drama-Vibes, oder? Ja. Also es sieht da wirklich aus wie K-Drama. Da war das Tattoo ein Kreuz, oder? Das ist so sehr viel Tattoos. Oder irgend sowas. Okay, die Tattoos müssen eine Bedeutung haben. Ja, sag ich doch. Also, like, es gibt irgendwie sein böses Ich und halt sein anderes Ich, was auch immer das für ein Ich ist. Aber irgendwie hat sich halt so sein eines Ich in das andere Ich eingenistet. Ja. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Gruselclown. Ja, jetzt kapiere ich erst, dass das sein Blickwinkel ist, gerade wenn der... Ja. Oh, so geil. Die Frage ist nur, hat er jetzt dadurch, dass er ihn so angeschossen hat, aktiviert? Oder, weil er hat doch er hat ihn ja schon irgendwie... Es ist ja auch nicht so ein richtiger Schuss, es ist so ein Blitz. Ja, genau, hat er, also er muss ja jetzt irgendwie diese Kapsel, die da ja. hat er jetzt irgendwie aktiviert oder so. Und jetzt tanzt er. Ich will dieses K-Drama schauen, bitte. 188. Ja. Jetzt wird er super. Supernatural oder was? Warte, ich hab das Tattoo nicht angeguckt. Aber das ist wieder das vom Anfang, oder? Beim Tanzen. Ja, und Tanzen ist wieder das. Ja. Ah, das wieder. Ja. Vielleicht war es einfach so, okay, du kriegst noch ein anderes Tattoo fürs Tanzen. Aber das Ende verstehe ich nicht. Er wurde jetzt angeschossen und jetzt und hat er... Jetzt? Und jetzt? Wir brauchen die Fortsetzung. Ja. Okay, aber lass doch mal gucken... was passiert, wenn man viele rote Blutkörperchen hat, oder? Also das Blut ist dann verdickt. Oh Wunder, oh Wunder. Und dann entstehen vermehrt Blutgerinnsel. Erkrankungen des Knochenmarks. Sauerstoffmangel. Will er einfach nur, dass er stirbt? Warum hat er es dann... Ach, keine Ahnung. Nein, aber echt geil. Der Song ist so addictive. Ich mag dieses... weil er halt so richtig so... so mit dem Mund und du bist so... Ah! Schau mal, ob's schon eine Dance Break das gibt, bitte. Ja. The Night Job. Tolle Translation von den Untertiteln. Night Job. Anstatt Night Job, Night Job. Night Job.
wäre so ich. Er ist so schön. Gänsehaut all over. Ich find's geil, dass er bei der Performance trotzdem diese Wunde hat. Ja. Die ist so attraktiv. Er kann doch nicht so gucken. Bewertung fürs Comeback. So, warte, wo war das jetzt nochmal? Nein, das reicht. Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Das hat ja gerade anders gemacht. Okay. Ich bin dafür, beenden das Video hier, oder? Ciao. Oh mein Gott, wie geil. Ich will so nicht so kommentieren. Du hast selber ausgelassen. Aber es ist egal. Ich mag das.